Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Maximilian Franke die Ecke kurz ausgeführt. Nach hinten gelegt, gut kombiniert, gibt das die erste Möglichkeit. Ja! Und dann ist der Ball im Tor. Wir sehen es hier. Noch einmal, da ist Lorch völlig frei und dann kommt der Abschluss. Westphal ist nicht schnell genug unten. Und so führen die Gastgeber aus Bocholt nach 23 Minuten. Hier von Lorch, der sich den Ball holt, geht jetzt was nach vorne. Franco, Kelvin Lunga, und da rutscht der Gegenspieler weg. Lorch, da war viel mehr drin. Hier erstmal Glück für Lunga, dass der Gegner wegrutscht. Dann auch Almeroth am Ball vorbei. Lorch mit viel zu viel Platz, dann aber viel zu zentral. Aber direkt die nächste Kombination, das ist gut gemacht. Und das mit dem Abschluss, aber übers Tor. Aber auch mal ein gefährlicher Abschluss des Spielvereins Lippstadt 08 durch Nick Munsters, der den Ball aber über den Kasten setzt. Die Schiedsrichterassistenten sind außerhalb des Platzes. Es sieht leider nach einem medizinischen Notfall im Zuschauerbereich aus, weswegen die Partie jetzt unterbrochen ist. Kommt hier noch was von Lippstadt vor der Pause? Das ist gut kombiniert. Möglichkeit zur Flanke für Holtkamp. Kaiser kommt da nochmal an den Ball, setzt den aber über den Kasten. Hier sehen wir es nochmal, die Aktion, die Flanke von Munsters. Gerrit Kaiser kommt dahin. Hoffen wir mal, dass da alles gut geht. Und Meier, das schützt, man sieht, dass Fox weit vor sein Tor ist. Und zieht mal ab, Ball war noch abgefälscht, gibt Ecke, aber ganz, ganz frech von Viktor Meier. Da kann ein Torwart natürlich ganz unglücklich aussehen, sieht, das zieht direkt ab. Da war dann noch der Fuß eines Abwehrspielers dran und so geht der Ball wieder eine Sache für Job Munsters. Der sieht gut aus und sein Bruder fliegt vorhin, aber der Schuss für Holtkamp und geblockt und schlecht gekehrt von Molli mit der Abschlusschance wird geblockt. Was Distanzschüsse angeht, Fatih Ufuk, wenn wir nochmal die Szene nach der Ecke sehen, zunächst Lars Holtkamp, der geblockt wird, dann die unzureichende Klärungsaktion. Nach vorn spielen, Almeroth, jawohl, Viktor Meier holt sich den Ball im Mittelfeld ab, der Stürmer. Was macht er? Schließt selbst ab aus der Distanz und was für eine Bude! Viktor Meier mit dem 1:1! Was für ein Strahl von Viktor Meier mit dem Faustpfiff! Gleicht Lippstadt hier aus! Und wie schon in der Vorwoche trifft der Mann mit der Nummer 10 auf traumhafte Art und Weise. Sehen wir es nochmal. Ansatzlos in den Winkel. Keine Abwehrchance für Lukas Fox. Der hat sowas von gepasst, dieser Abschluss des Mannes. Dem späten Ausgleichstreffer Viktor Meier schließt wieder selbst ab. Wow. Ja, Selbstvertrauen hat er. Wieder ansatzlos. Fox fliegt vergeblich, aber der Ball geht vorbei am Kasten. Das wäre der nächste Kunstschuss gewesen. Jetzt bekommen sie den Ball mal nach vorne. Die Bocholter. Marcha kommt er dahin. Ja, nimmt er den den SV Lippstadt. Hier sehen wir nochmal die Situation. Der Laufweg, die Ballmitnahme von Admacha, das ist wunderbar. Aber die Parade. Der Spieler, aber zweiter Ball ist bei Schumann. Der ist aber nichts. Platz für Becker, der mit dem Ball in die Mitte. Und
Tor. Hier sehen wir es nochmal. Gute Übersicht von Schubin. Raus auf Beckert. Lorch kommt dahin. Und Westphal lässt den Ball durchrutschen. Wird jetzt das Tempo aufnehmen. Legt sich den Ball aber zu weit vor und dann ist er weg. Aber Weller setzt gut nach. Meier resigniert da etwas. Das ist der Abschluss von Weller. Gar nicht schlecht. Auf der zweiten Reihe. Viel fehlt da nicht. Erobert hier mit einer Energieleistung den Ball und dann setzt er ihn relativ knapp vorbei am Goldkamp. Der mit ein bisschen Glück am Ball bleibt. Goldkamp im Strafraum. Legt nochmal quer Richtung Franke. Der hat schon schlecht. Die mit dem Abschluss. Meier. Da verzögert sie es. Szene noch heiß. Wie? Oh, der Pass ist gut gedacht, aber dann ist abseits. Jetzt ist er auch hat rechts Schmidt links am Arsch. Für wen entscheidet er sich für? Leon Schmidt. Der von Zürcher nochmal schließt ab und macht es dann zu machen. In die Arme von Steffen Westphal. Stojanovic. Das Platz Schmidt legt zurück für Arsch. Gut kombiniert. Schubi. Da ist viel, viel mehr drin. Erneut verschenkt von vorne. Was gibt es oben drauf? Wie viel Zeit bleibt Lippstadt? Noch 4 Minuten. Das sind es, die jetzt beginnen. Neugebauer mit der Flanke, die ist nicht schlecht. Der Kopfball von Maximilian Franke, dass er da mit seinen 1,68 hinkommt. Auch ein wenig bezeichnend, aber er ist dann eben nicht der beste Kopfballspieler und setzt den Ball. Auf Schmidt, auf Leer, noch frisch. Und er versucht gerade Marcan zu finden. Der kommt da nicht ganz her. Marcan fest mal rauskommt, da gibt es eine Kollision. Aber kein Foul. Tibosch, er unterbricht die Partie deswegen. Geht da gut dazwischen, jetzt doch die Flanke in die Mitte. Und die Kopfballmöglichkeit für Wilhelm Marcan. Setzt den Ball aber vorbei. Ball wird rausgeklärt. Der Marcan. Lange Ball und er ist zu lang. Fox lässt den ins Ausgehen und das dürfte es gewesen sein. So ist es. Der erste FC Bayern nimmt den SV mit 2:1 und das ist auch verdient durch Treffer von Manu Dorsch in Durchgang 1 und Malek Fakko in Durchgang 2. Zwischenzeitlich konnte Viktor Meier mit einem Sahnetreffer den Ausgleich erzielen. Aber in Durchgang 2 kam dann offensiv einfach zu wenig. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.